Nachdem wir letztes Mal ein Stück uns wieder erobert haben von Osiris hier, bei Auf geht's, bekommen wir jetzt einen guten Rat. Athene erscheint Akanthos im Traum und zeigt ihm Garenses teuflischen Plan. Okay, also kriegen wir jetzt mal eine Aufklärung endlich, warum überhaupt das alles passiert, wahrscheinlich. Im Augenblick sind wir hier sicher. Morgen früh machen wir neue Pläne. Ihr habt euch gut geschlagen. Jetzt muss ich euch auf den Rest eurer Reise vorbereiten. Zeus ist jetzt allmächtig, aber das war nicht immer so. Vor langer Zeit herrschten die Titanen unter Kronos über das Universum und die Menschen litten unter ihrer Knechtschaft. Kastor! Folgt mir, Vater! Dann folgen wir mal unserem Sohn, Pastor. Machen wir. Sieht geil aus, die Szenerie hier mit dem Tempel und den Statuen und dem Nebel hier auch. Ihr seid nicht wie andere Männer, Vater. Sollen wir jetzt hier weiterlaufen? Sind euch wohlgesonnen. Nee, kommen wir nicht durch. Okay, was für eine Reliquie. Komm jetzt ins Zyklop. Den batschen wir erstmal. Und dann den zweiten. Kann ich Castor steuern? Nee. Nee. Ich kann nur Akanthos steuern. Castor nicht. Ah, die Reliquie sollen wir zum Tempel bringen. Okay. Ah, sieht schon geil aus mit diesen Statuen auch und so. Stellen sie die Regel im Tempel auf Zeus und verteidigen sie diese hier dann, okay? Wow, wow, was geht jetzt ab? Warum das sind diese Blitzstatuen! Ich kann mich daran erinnern aus meiner Kindheit. Das sind die Statuen des Blitzes. Ja, ja, übelst geil. Richtig cool. Wait, wer ist da? Ah, das ist Gagarenses! Oh boy, das ist der Bruder. Das ist Gagarenses Abi. Der Böse. Wait, wenn ich... Diese Statuen schießen die auch auf Gagarenses? Ja, die schießen auch auf Gagarenses, okay. Dann sollte es ja gut machbar sein hier. Die helfen uns hier den Fall zu gewinnen. Ja, ja. Das sollte ja so easy machbar sein. Die Prüfungen, die ihr bestehen müsst, stärken euch. Setzt eure Mission fort, Vater. Vernichten Sie die Wächter am Schrein dort drüben. Machen wir. Oh, jetzt haben wir auch noch Freunde bekommen. Amanra, Ajax, Chiron und Odysseus. Boah, sieht richtig cool aus mit diesem Feuer hier. Sehr nice. Und jetzt? Ah. Zeus, Poseidon und Hades kämpften gegen die Titanen. Kronos und die Titanen wurden in den Tartaros verbannt, den tiefsten Teil der Unterwelt. Zeus wurde zum Herrscher über den Himmel. Poseidon neidet seinem Bruder diese Sphäre und will sie für sich. Kronos weiß das und verspricht Poseidon die Macht, falls er freigelassen wird. Poseidon? Nein. Ja, es gibt mehrere Stellen, an denen man in den Tartaros eindringen kann, aber Zeus versiegelte sie alle mit undurchdringlichen Toren. Diese können nur von einem Sterblichen geöffnet werden, Gagarenses. Das Tor. Das also sahen wir, als wir Erebos in Griechenland betraten. Ja, Gagarenses glaubt, wenn er den Titanen bei der Rückkehr hilft, werden Poseidon und Kronos ihn zum Dank unsterblich machen. Beseitigt diesen Erdrutsch, um aus der Unterwelt zu entkommen. Okay, also wissen wir jetzt, um was es geht. Poseidon beneidet Zeus, der im Himmel herrscht, will seine Herrschaft haben. Poseidon herrscht über das Meer und will deswegen Kronos und Co. aus dem Tartaros, aus diesem fetten Tor befreien, damit ihm die helfen, Zeus zu besiegen. Und Akanthos ist auch so richtig braindead, so. Er sagt so, Poseidon, nein, niemals. Ist immer so offensichtlich, so, dass Poseidon einfach nicht gut ist hier. Und Akanthos so, nein, nein, mein Poseidon würde sowas niemals machen, so. So geil. Okay. Die Schatten heben wir uns mal auf, falls es noch brenzlig wird. Parken wir hier mal an der Seite.
Okay. Das war wohl Teres, nicht wahr? Alles Teres, ja. Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Arkantos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? Ja, machen wir, ja. Kämpfen wir wieder alte Schlachten. Okay, jetzt müssen wir das Tor zerstören. Dann nehmen wir die Katapulte für. Dieses Steinfelstor. Oh, das sind noch Units. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, nehmen wir die hier. Ja. Fahren wir den Mist mal hoch. Und blob. Zack. So. Wow! Das war nicht der Plan, Bruder. Lass meine Katapulte in Ruhe. Heil. Na toll, jetzt sind alle meine Katapulte futsch. So ein Mist. Ist ja nervig. Wieso sind die auch so auf die Katapulte gegangen? Jetzt dauert das Jahrhunderte bis wir... Oh, es dauert so ewig. Ah, da kommt noch mehr! Hallo, können die Schatten mal was machen? Dann muss ich die einzeln targeten. Wahrscheinlich muss ich die einzeln targeten. Aber ich hätte hier Flammenwaffen noch machen sollen, wahrscheinlich. Naja, egal. So viel Micro und das morgens. Ich wollte doch entspannt Kaffee während der Mission trinken. Okay, es dauert jetzt halt eine Weile, bis wir hier durch den Steinmauer durchkommen. Jetzt kommt er mit dem Gewittersturm. Danke für gar nichts, Mister. Wer auch immer. Sturm vom Olymp herbeizurufen, dessen Kraft mit der Zeit zunimmt. Stark gegen Gruppen. Gewirkt von Zeus. Ja, danke, Zeus, für gar nichts. Das kommt einfach mal 10 Minuten zu spät hier, Bruder. Okay, es geht relativ zügig hier mit dem Katapult tatsächlich. Wir hätten halt einfach die dritte Götterfähigkeit noch machen sollen. Dann wären wir wahrscheinlich durchgegangen wie Butter durch die ganzen Empfangen von Bragi. Das ist von Athene, genau, und das ist von Zeus. Das sind die verschiedenen Fähigkeiten. Das ist eine Nerd-Norse-Fähigkeit, warum auch immer man die hier zur Verfügung hat. Und wir können die jetzt immer noch machen. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller durch den Felswall durch. Ist auch voll cool, dass sogar diese Bogen hier dann brennen. Sieht cool aus. Aber das Projekt hier fliegt von hier vorne. Der Bogen ist aber von hier. Auch ein bisschen komisch, die Animation. Beim Katapult sieht es besser aus, finde ich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis wir hier dann mal durch sind. Die haben auch so hart auf meine Katapulte gegeiert, die ganzen Units. Und ich hätte halt vielleicht ein bisschen besser micronen können, so. Aber ich war irgendwie ein bisschen überrascht, dass hier nochmal so viele Units spawnen. So, dass irgendwie ein paar Units spawnen, war halt klar so. Wäre halt die Tarnschwierigkeit und irgendwie das wäre... Wir hatten zu viel Armee, um einfach hier nur uns so durchzubatschen, so. Es war klar, dass irgendwas kommt, so. Aber dass dann so viel kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber das, was kommt, war klar. So. Dafür wäre es dann zu einfach gewesen. Man hat hier zu viel Armee halt bekommen, ne? Weil wir kommen trotzdem durch, so. Also ist kein Problem letztendlich. Aber dauert halt länger, wie wenn man jetzt halt noch 3 Katapulte am Leben hat, ne? So, gleich sind wir durch. Dann können wir weiter. Oder ist die Mission wahrscheinlich zu Ende sogar? Keine Ahnung. Ich kann mich an dieses Level gar nicht mehr erinnern. Das war mir alles neu vor irgendwie. Also normalerweise kann ich mich immer an Sachen erinnern. Weil ich es halt in meiner Kindheit gespielt habe. 2, 3, 4 Mal natürlich. Aber an das Level kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und manchmal muss ich auch restarten. Wie gesagt, so wie wo wir auch dieses eine Mal hatten mit dieser Karawane. Manchmal muss man einfach restarten hier. Aber an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Keine Ahnung, was hier abgeht. Vater, wir müssen fort von hier. Okay, dann gehen wir mal durch hier. Ist jetzt vorbei? Scheint so. Ja. Oder jetzt kommt eine Sequenz wieder, eine Filmsequenz. Ja.
Filmsequenz. Eure Feinde sind auf der anderen Seite des Meeres, Vater. Eure Flotte ist bereit. Ah, das ist das Level. Ich weiß es jetzt. Oh mein Gott, ja. Akontos ist jetzt Pirat in diesem Traumwelt. Wir müssen so schnell wie möglich einen Stützpunkt am anderen Ufer errichten. Ja, ich kann mich erinnern. Oh mein Gott, ja, wir müssen jetzt hier rüber segeln und dann müssen wir Atlantis killen. Ja, ich kann mich erinnern. Lol, das ist die Mission. Die fand ich als Kind immer so ultra cool, weil hier in dem Schiff ist auch Gagarensis drin. Genau, und Kamos und Kemsit und so, ne? Das ist übelst cool. Das ist so cool, wenn man jetzt einfach böse wird, so in der Mission. Und sozusagen die Mission zeigt, dass man auch hätte böse sein können. Also dass es nicht so, dass kein großer Unterschied gibt, so zwischen gut und böse sozusagen irgendwie. Das soll die Mission so ein bisschen verdeutlichen, denke ich. Dass halt zwischen gut und böse nicht viel liegt. Hier unten ist nochmal eine Reliquie. Ja, müssen wir erstmal einen Tempel bauen. Hier unten einen Hafen hin. Schicken wir Kamos, um die Reliquie zu holen. Wir müssen auf jeden Fall auch erkunden. So, nehmen wir mal so einen Zyklopenältesten und erkunden hier mal. Oh, wir werden auch angegriffen. Na, aber meint der Zyklopenälteste bleibt mal schön brav hier. Minus hier rüber schicken. Und die Chimeras. Okay. Hier oben ist nochmal eine Reliquie. Hier sind ziemlich viele Reliquien, scheint's. So. Nehmen wir mal so eine Chimera an der Kunden dann. Ah, hier ist ja auch nochmal eine Reliquie. Drittes Zeitalter sind wir schon, aber wir müssen mal eine Waffenkammer-Marktplatz bauen. Und ich glaube, wir brauchen Units direkt. Also lass mal direkt Units bauen. Vielleicht noch ein zweiter Tempel, wenn wir eh schon alles an mythischen Einheiten haben. Bietet sich das sehr gut an. Oh, hier drüben ist ein Dorfzentrum. Das müssen wir einnehmen für Populationen. Der Kollege bringt mal die Reliquie weg. Wir müssen unsere Helden auf die Zentauren schicken. Zentauren machen super viel Schaden sonst. Okay. Der Tempel wird auch angegriffen, aber massiv. Oh, das sind Blitzstatuen! Bruder, renn! Renn, 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 renn! Jesus, da liegt Kamos tot, aber den hole ich nicht zurück, Alter, ist ja lebensmüde. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, der Kamos. Hier drüben ist noch eine Reliquie. Was bringen die denn alle? Mythische Einheiten setzen Angriff öfter ein, mythische Einheiten kosten weniger, mythische Einheiten kosten weniger Fallen. Erhöht die Geschwindigkeit von Helden. Hey, hier sind ja noch mehr Reliquien. Crazy. Also, wir gehen auf jeden Fall für mythische Einheiten. Das hier bringt was? Fernkampfsoldaten. Mythische Einheiten. Okay, also gehen wir für Fernkämpfer auch noch. Hier drüben können wir noch einen Hafen hinbauen. Hier ist so ein Boot. Hier war auch ein Boot und da war eine Reliquie. Dann ist safe hier auch noch eine Reliquie. Ja, der Captain Obvious. Okay. Fischerboote machen. Oh, wir können... Auf Wasser könnten wir auch vielleicht attackieren, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, hier unten solltest du hin, Kollege. Ja, hier ist auch noch eine Reliquie. Okay. Na guck, siehst du? Bin nämlich clever. Viel Stuff, rückwärts. Oh, ich hab nicht drauf gepasst. God damn it.
Passt du eine Sekunde nicht auf, hast du gleich den ganzen Mist in der Basis stehen. Junge. So, jemand, der heilt, wäre halt echt Killer, ne? Das wird schon irgendwie helfen, so. Πρόσεχε, έτοιμη. Θηρευτήσαγμα, θηρευτής. Έτοιμε, ρητό. Πρόσεχε, τέκτον. Wir wollen halt mehr Units, ne? Und zwar ordentlich mehr. Ich hoffe, dass ich nicht auf Wasser angegriffen werde. Dann kann ich meinen Fisch behalten. Das wäre so wertvoll, ne? Schon wieder ein Landangriff. Die Bros greifen hier aber auch echt an wie nochmal was. Und hauen jetzt hier auch noch God-Powers raus ohne Ende. Also ist nicht ohne, Mann. Ist nicht ohne hier. Ich muss mal meinen Tempel rebuilden. Nein, wir werden auf Wasser angegriffen, mein Fisch. Mein Fisch. Nein, mein Fisch. Oh Mann, geh weg. Mach so eine Crab, Alter. Rosani, es volume, mal volume. Prostagma, tecton. Leje, tectus. Leje, tecton. Lei, tecton. Prosehe, vuforvos. Jetzt, Krabby, greif an. Die ist ja ultra schlecht, die Crab. Ich mein gar nichts. Brauchst du eine Skiller? Die sind besser. Prosehe. Ich dachte, die Crab kann was. Die kann ja gar nichts, die Crab. Crabt ja übelst rein, die Crab. Ey, ist ja ultra bad. Ultra schlechtes Teil. Okay. Da kommt die nächste Armee. Tolle Wurst. Es ist echt wieder super schwierig hier. Also wirklich. Ist nicht ohne hier. Also klar, letztendlich geht's, aber. Also ich mein Dorfzentrum. Oh nein, ich hab mein Dorfzentrum verloren, Bro. Na, so fucking bad. Ah, es ist so schlecht. Es ist auf so vielen Ebenen so schlecht. Prostagma Prostagma
Leje. Erdbeben jetzt auch noch. Junge. Was geht? Raff dich mal. Ich brauche mehr Villager auf Kunst. Damit ich Chimären anfangen kann auszubilden. Und dann brauchen wir eine Festung auch unbedingt. Hier mal. So. So nämlich. Nein, meine Festung! Jesus, man. Puh, also das Level ist wieder anders anspruchsvoll. Wir brauchen unbedingt eine Festung oder zwei. Okay, so langsam kommen wir aber dann zu einer Armee. Wasser haben wir auch ganz gut genutzt. Jetzt haben wir gutes Einkommen, glaube ich. Okay, hier drüben sind zu viele Türme. Das sieht ja nicht so prickelnd aus. Kann ich noch Häuser bauen? Nee, ne? Häuser bauen ist da nicht mehr drin. Ich darf mein Wasser halt nicht verlieren. Brauche Belagerungswaffen, damit ich da rankomme. Unbedingt. Ich brauche unbedingt nochmal eine zweite Festung hier oben. Oh boy. Das ist ein stressiges Level hier. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle. Was ist das hier für eine Reliquie noch? Dorfbewohner ernten schneller. Ja, toll, die hätte ich gerne gehabt, die Reliquie. Schicken wir mal Gaga los, um sie zu holen. Sehr schön. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir auch Upgrades, alles und Co. Jetzt können wir vorrücken. Ah, sieht gut aus. Okay, Allee vorwärts. Auf die Zeusstatue hier. Hier machen wir eine Mauer rein, dass wir von unten nicht angegriffen werden können. Oder zumindest werden wir benachrichtigt dann. Also die Zeusstatuen haben es in sich, ne? Sind nicht ohne. Können wir ein Wunder bauen? Nee, also keine Wonder Age für uns. Oh, wir werden von hinten angegriffen. Ja.
Okay. Wir schieben uns langsam vorwärts. Nein, wir werden ja komplett in unserer Base. Oh Mann, ich hab's nicht gesehen. Ach Mann, Bruder. Was sind das für räudige Moves? Ich hab's einfach nicht gesehen. Ach Mann, ey. Ich dachte, wir haben hier eine Mauer gebaut. Oh, ich bin so blind, Bruder. Oh, meine ganze Eco ist am Arsch. Denk schon, die ganze Zeit brauche ich keine Ressourcen mehr. Oh, jetzt müssen wir uns komplett neu aufbauen wieder. Das ist so bad, ne? Auf so vielen Ebenen so schlecht von mir auch. Dass ich das einfach auch nicht sehe. Also wirklich so schlecht. Unglaublich. Crazy, wie schlecht das war. Das ist ja insanely bad von mir. Oh mein Gott. Ja, okay, cool. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Ich hätte hier wohl Erdbeben einsetzen können, so. Aber... ja, also keine Ahnung. Das muss mir einfach auffallen. Ich war so beschäftigt mit dem Micron einfach, dass es mir nicht aufgefallen ist. Das ist halt schlecht, so. Das darf mir nicht passieren. Das darf nicht passieren. Es gibt einen Held auf Wasser? Crazy. Jetzt geht halt auch mein Schiff Fisch baden. Na klar, kommt auch noch dazu. Puh, jetzt wird's unbequem. Warum habe ich jetzt keine Helden? Die sind alle tot. Hier. Um Zentauren und Co. loszuwerden. Okay, jetzt steht die Mauer wenigstens hier. Τέκτον, πρόσταγμα, τέκτον. Πρόσταγμα, πάνω, πάνω. Έτσι, πάνω, γύλο, ορθός. Πρόσταγμα, γύλο. Sonst sind wir in Gold halb knapp, ne? Ich bin
Ja, also diese Blitzstatuen sind krank, OP. Die sind halt super stark. Dann wird sich die Heroes immer sterben und dann wieder auferstehen. Sonst wird mein Wut knapp, ne? A hero has fallen. A hero has fallen. So, jetzt sieht das gut aus. Hat zwar lange gedauert, aber die reparieren sogar das Wunder, lol. Wild. A hero has fallen. So. Machen wir jetzt. Oh, nur mehr Belagerung. So, haben wir geschafft. War echte hab ich tatsächlich die Mission. Aber alles wird ja langsam schwerer, also ich denke, das ist okay. Geht schon fit so. Sehr, sehr coole Mission aber. Man kann hier bestimmt diese Schatzkammer noch einnehmen auch. So, sie haben gewonnen. Jawohl. Zwar nur im Traum. Aber trotzdem Sieg. Auf ganzer Linie, ja. Zeus kann nicht direkt eingreifen. Oder er löst einen Krieg unter den Göttern aus. Aus diesem Grund seid ihr hier. Macht keinen Fehler. Wenn Kronos entkommt, so wird Atlantis aussehen. Und alles, was euch lieb ist, wird verloren sein. Akanthos, seid ihr wohl auf? Ja, nur ein schlechter Traum. Kommt mit mir, es wird Zeit, unseren Angriff zu planen. Habe ich das richtig verstanden?
Unter Osiris' Pyramide befindet sich ein weiterer Zugang zur Unterwelt? Ja, wenn wir den Körper von Osiris wieder zusammenfügen, wird er leben. Wir haben ein Stück. Die restlichen drei Stücke müssen gefunden und hierher gebracht werden. Wir sollten uns trennen. Amanra, ihr, Chiron und ich werden unsere Männer aufteilen und die anderen Stücke zurückholen. Ajax, ihr kommt mit mir. Okay, also nächstes Mal dann von der Traumwelt wieder zur Realität. Und anscheinend gibt es auch in Ägypten noch einen Zugang zur Unterwelt, den wir natürlich Gargarensis haben, um das Tor dort dann aufzumachen. Und das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Sehr geile Mission aber. Sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht.